Tag zusammen, willkommen zu meinem Podcast über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Ich möchte in der heutigen Folge über das Thema Abschlussarbeiten sprechen. Dazu möchte ich jetzt diese Folge nutzen und dann in weiteren Folgen das ein bisschen ausbauen. Wie geht man an eine Abschlussarbeit heran? Wie findet man ein Thema? Wie läuft die Durchführung? Wie funktioniert das Schreiben? Was gilt es da zu beachten, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt? Denn typischerweise ist ja die Bachelorarbeit die erste wissenschaftliche Arbeit, die man als Studierender verfasst. Danach kommt dann die Masterarbeit, vielleicht dann für einige die Promotion im Anschluss. Und da gibt es so einige allgemeingültige Vorgaben und Regeln in der Wissenschaft, wie eine solche Arbeit zu verfassen ist. Da möchte ich jetzt heute darauf eingehen, wie man das Thema findet. Wie findet man einen Betreuer, Betreuerin? Was muss man beim Einstieg beachten? Wie funktioniert das, wenn man eine Abschlussarbeit in einem Unternehmen schreiben möchte, statt an der Universität oder der Hochschule? Und wie läuft das halt mit einem Exposé, dass man das Thema findet, sich einarbeitet, eine erste Struktur bildet für die Arbeit? Das sind so Punkte, die ich in der heutigen Folge diskutieren und darstellen möchte. Und dann wird es in weiteren Folgen darum gehen, wie läuft das Doing, der Ablauf, wenn ich in der Bearbeitungsphase bin, wenn ich meine Experimente mache, wenn ich recherchiere, wenn ich meine Modelle, Simulationen, Theorien entwickle. Und dann noch eine weitere Folge wird dann darüber gehen, wie man das Schreiben angeht, wie ist die Struktur grundsätzlich bei der wissenschaftlichen Arbeit. Ist die Struktur eigentlich klar vorgegeben? Das ist im Englischen wird das IMRAD genannt, also Introduction, Method, the Results and Discussion. Man startet mit einer Einleitung, erklärt Material, Methoden, die man verwendet, stellt seine Ergebnisse dar, diskutiert diese Ergebnisse, reflektiert diese, fasst sie zusammen. Das ist so dieser klassische Aufbau von wissenschaftlichen Arbeiten, den man einhalten sollte. Darüber werde ich jetzt heute nicht im Detail sprechen. Da gibt es dann noch eine weitere Folge zu. Der erste Schritt, also der Einstieg in die Abschlussarbeit an einer Universität oder einer HAW, also einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, die ehemaligen Fachhochschulen. Da gibt es verschiedene Wege, wie man jetzt an das Thema kommt. Das hängt sehr stark auch vom Fachgebiet ab. Mein Fokus liegt natürlich eher im ingenieurswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Bereich. Das lässt sich teilweise übertragen auf andere Bereiche, also im Wirtschaftsbereich, Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften. Aber dort ist der Ansatz ein etwas anderer. Die Grundregeln gelten natürlich genauso, was das saubere wissenschaftliche Arbeiten angeht. Aber die inhaltliche Ausgestaltung ist dann doch etwas anders. Der Aufbau ist ein bisschen anders. Deswegen die Aussagen, die ich jetzt hier in der Folge treffe und in den folgenden Folgen, lassen sich nicht eins zu eins auf alle Fachbereiche, auf alle Themenfelder übertragen. Dennoch, ein allgemeiner Einblick, den kann ich geben und die meisten Dinge kann man sicherlich auch übertragen. Also steigen wir ein mit dem, mit der Art von wissenschaftlichen Arbeiten. Wie unterscheidet man die unterschiedlichen Arbeiten, die es so gibt? Man hat zwei Oberkategorien, das sind die sogenannten empirischen Arbeiten und dann die, ich nenne sie mal theoretischen Arbeiten. Und bei den empirischen Arbeiten wird also ein Experiment gemacht. Das sind dann die sogenannten quantitativ empirischen Arbeiten. Ich mache also im Labor, in einem Unternehmen Versuche, baue eine Versuchsreihe auf, versuche aus den Messdaten neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist das Typische, was man an der Universität in einem Labor kennt, teilweise im unternehmerischen Bereich, aber da ist es eher selten. Man hat auf der anderen Seite dann die qualitativ empirischen Arbeiten. Das sind klassischerweise Interviews, die man führt, Umfragen, die gemacht werden mit verschiedenen Befragungsformen. Das ist das, was man eher so im geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlichen Bereich kennt. Das ist jetzt im Ingenieursbereich nicht das Hauptthema. Man könnte sich vorstellen zum Thema der Energiewende, dass man dort Befragungen durchführt zur Akzeptanz von Windenergie zum Beispiel. Also ein ganz klassisches Thema.
sodass man sich dann qualitativ mit solchen Aussagen beschäftigt. Auch das eher etwas, was einen an einem Institut, an einem Lehrstuhl erfolgt. Sicherlich nicht oder wenig in einem Unternehmen, vielleicht könnten das solche NGOs sein, also gemeinnützige Organisationen, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Kommunen könnten es auch sein, die sich dann natürlich mit der Akzeptanz von erneuerbaren Energiesystemen beschäftigen. Auf der anderen Seite hat man die theoretischen Arbeiten. Auch da unterscheidet man in quantitativ und qualitativ, also die quantitative Arbeit. Das ist das Pendant zum Experiment, ist die Modellierung, die Simulation von Systemen, dass man sich ein Modell überlegt für ein Energiesystem, dass man zum Beispiel ein Quartierskonzept entwickelt, da die Energieströme simuliert. Das wäre dann eine quantitativ-theoretische Arbeit, die sowohl an einem Lehrstuhl, an einem Institut, als auch natürlich in einem Unternehmen ganz gut gemacht werden können. Bei den qualitativ-theoretischen Arbeiten, die eher, ja, wie der Name schon sagt, sehr theoretisch sind, da geht es um die Weiterentwicklung von Hypothesen, von Theoremen, auch tendenziell eher im geistes- oder kulturwissenschaftlichen Umfeld. Das ist jetzt in der Ingenieurswissenschaft eigentlich eher selten. Was man dann noch hat, sind die konzeptionellen Arbeiten. Das bedeutet, man entwickelt Maßnahmen zur Lösung von praxisbezogenen Fragestellungen, auch wieder an einem Lehrstuhl, an einer Universität oder einem Institut. Alternativ auch dort in einem Unternehmen, dass man einfach sich überlegt, wie können Dinge umgesetzt werden, wie finde ich einen Weg zur Umsetzung, wie lässt sich das wissenschaftlich beleuchten. Auch das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage. Immer, wie lässt sich das wissenschaftlich bearbeiten, denn darum soll es ja gehen in der Abschlussarbeit, in der Bachelorarbeit zu einem etwas kleineren Teil natürlich, die Masterarbeit dann etwas weiter gefasst, weil sie einfach einen größeren Umfang hat und dann später natürlich eine mögliche Promotion, also dann der Weg zu einer Doktorarbeit, die dann über mehrere Jahre ein Thema bearbeitet, auch bei dem man dann ein Thema bearbeitet. Ja, also konzeptionell wirklich die Idee, wie kann ich eine Maßnahme zur Lösung finden, das verknüpft sich dann häufig mit Simulationen oder mit Experimenten, also das kann man nicht ganz trennscharf sehen. Na, dann die letzte Unterkategorie der theoretischen Arbeiten ist dann kompilatorisch, nennt sich das. Das sind Arbeiten, bei denen wird reflektiert, bestehende Theorien gegenübergestellt und dann in einem übergeordneten Zusammenhang diskutiert. Das kennt man auch primär aus der Geistes- und Sozialwissenschaft. Das ist jetzt im Ingenieursbereich auch eher selten. Man kennt das vielleicht im Bereich von Naturwissenschaften. Das sind dann die sogenannten Reviews. Das heißt, man nimmt mehrere wissenschaftliche Veröffentlichungen, stellt die gegenüber, die Stärken, die Schwächen, zieht dann daraus seine Schlüsse. Das ist sicherlich auch etwas, was eher an einem Forschungsinstitut erfolgt, an einer Universität, Hochschule und nicht in einem Unternehmen. Das ist auch eine Arbeit, die man als Studierender selbstständig machen kann. Also das ist so die dritte Art der Durchführung, dass man, wie man das so vielleicht ein bisschen altromantisch sieht, dass dann der Student, die Studentin im Studierzimmer sitzt und vor sich hin denkt und Theorien entwickelt. Das ist sicherlich eine Sache, das ist auf Bachelor- oder auch Master-Niveau eigentlich nicht zu leisten ohne intensive Begleitung. Das lässt sich nur mit guter oder sehr guter Betreuung durch Professorin oder einen Professor erreichen. Aber dennoch sind diese kompilatorischen Arbeiten natürlich ganz interessant, dann an einem Forschungsinstitut einen Überblick zu schaffen über bestehende Theorien und dann die Wegrichtung zu identifizieren, wo geht die Reise hin bei aktuellen wissenschaftlichen Forschungsfragen. Die Themenfindung an sich, also man muss ja jetzt gucken, ist man jetzt eher der Typ für Experimente, möchte man lieber theoretisch arbeiten, ist man halt eher der quantitative oder qualitative Typ. Ich denke, das sind so die vier zentralen Varianten, bei denen Abschlussarbeiten, die ihr Abschlussarbeiten fallen. Vor allem jetzt, wie gesagt, die Bachelor- und Masterarbeiten. Nächster Schritt natürlich jetzt die Frage, wie findet man ein Thema? Auch da verschiedenste Wege. Wenn man jetzt an der Universität oder der Hochschule bleibt, dann
werden Arbeiten einfach ausgeschrieben, Aussagen am schwarzen Brett, mittlerweile sicherlich auch digital über die Internetseiten der Institute, dass man dort dann im Rahmen von Forschungsprojekten mitarbeiten kann, vielleicht auch schon als HIWI tätig ist und sich daraus dann eine Abschlussarbeit ergibt. Ansonsten werden diese Arbeiten einfach ganz klassisch ausgeschrieben, wo man es jetzt auch von Jobausschreibungen kennt. Die Unternehmen machen es ähnlich. Also auch da, wenn jetzt Abschlussarbeiten in einem Unternehmen angeboten werden, das läuft dann häufig auch über Kontakte an den Hochschulen, über die Professorinnen und Professoren, die den Kontakt in die Industrie haben, die dann diese Ausschreibung anbieten. Manche Hochschulen haben dann auch einen Career Service, der dann das sammelt, ein bisschen bündelt, thematisch gliedert, sodass man auch darüber Abschlussarbeiten finden kann. Auch ein guter Weg ist, wenn man sich jetzt für eine Abschlussarbeit in einem Unternehmen interessiert, dass man dort auf den Internetseiten guckt, vielleicht sogar eine Initiativbewerbung hinschreibt und hinschickt und sich vorstellt. Also da gehört ein kurzer Lebenslauf dazu, ein kurzes Anschreiben. Das kann ganz gut klappen. Wenn jetzt keine Arbeit ausgeschrieben ist, aber viele Unternehmen greifen das gerne auf, so eine Bewerbung, und nutzen das. Und ja, vielleicht kommt man dann darüber an eine Arbeit oder an ein Thema. Wobei bei den Unternehmen natürlich immer zu berücksichtigen ist, man braucht dann immer noch die Betreuung, den Kontakt an die Hochschule, weil die Betreuung, die wissenschaftliche Begleitung immer über die Hochschule erfolgen muss. Das Unternehmen ist ja nur Sparringspartner, stellt das Thema, stellt die Daten zur Verfügung, dass die Umgebung, aber die wissenschaftliche Begleitung läuft natürlich dann immer über die Hochschule. Fangen wir vielleicht mal an mit einer Abschlussarbeit an einem Lehrstuhl, an einem Institut von einer Hochschule oder Universität. Das ist das Klassische, was man vor allen Dingen an den Universitäten natürlich kennt, die sehr forschungsstark sind, die den Fokus vielleicht auch häufig in der Grundlagenforschung haben, also nicht nur Industriekontakte. Was hat das so für Vor- und Nachteile? Also Vorteil ist, man hat normalerweise ein recht klar vorstrukturiertes Thema, idealerweise eingebunden in ein Forschungsprojekt, dass man dort dann mitarbeiten kann, in einen kleinen Baustein liefern kann, dort integriert wird. Man hat normalerweise eine sehr enge Betreuung durch das wissenschaftliche Personal. Jetzt nicht zwingend durch den Professor oder die Professorin, die sind, vor allem jetzt bei Bachelorarbeiten, häufig sehr weit weg. Das läuft über das wissenschaftliche Personal, über die Doktoranden, Assistentinnen, Assistenten, über die Postdocs, also diejenigen, die dann schon mit dem Doktor abgeschlossen haben und dann als wissenschaftliches Personal an der Universität noch sind. Die sind in der Regel die direkten Ansprechpartner, also man so eine Art Hierarchie hat. Die Bachelor-Randen werden von den Master-Randen so ein bisschen mitgeführt, von den Doktoranden. Und der Kontakt zu Professor, jetzt während so einer Abschlussarbeit, ist ja häufig, nicht immer, das hängt auch wieder von der Größe, von der Struktur des Lehrstuhls, des Instituts ab, nicht so eng, einfach weil der Professor sehr weit weg ist und die Menge an Arbeiten im Detail gar nicht betreuen kann. An kleineren Standorten, kleinere Lehrstühle, kleinere Hochschulen, da kann das anders sein, dass man da selbst schon im Bachelorbereich Kontakt zur Professorenschaft bekommt, was sicherlich ein sehr, sehr großer Vorteil ist, weil man darüber einfach einen viel engeren Austausch hat. So ein Professor, ja, sie ticken nun mal, wie sie ticken. Man kennt die Herrschaften und Damenschaften ja in der Regel nur aus den Vorlesungen oder Seminaren. Aber so eine Aussprache, so eine Diskussion bei einer wissenschaftlichen Arbeit kann nochmal einen ganz anderen Input geben. Und wenn man da eine Möglichkeit hat, das ist tatsächlich, also kann ein sehr großer Gewinn sein, wenn man es selber auch annimmt als Studierender und da bereit ist, natürlich auch entsprechend sich darauf einzulassen. Niveau ist natürlich sehr hoch bei einer Arbeit an dem Lehrstuhl, also das wissenschaftliche Niveau, da wird natürlich sehr stark darauf geachtet. Auch das variiert natürlich, aber an sich haben wir da eine sehr hohe wissenschaftliche Begleitung. Das ist nun mal die Uraufgabe der Universität, der Hochschule.
Kleiner Nachteil ist sicherlich, das Themenfeld ist klar strukturiert. Also man kann nicht viel links und rechts, manchmal auch so ein bisschen Wahlmöglichkeiten, aber eigentlich vor allen Dingen bei einer Einbindung der Arbeit in ein Forschungsprojekt ist ziemlich klar, das ist das Arbeitspaket, das wollen wir untersuchen, das muss oder sollte rauskommen als Ergebnis. Dann ist relativ klar, wie das geht. Man hat also wenig Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten. Innerhalb des Rahmens, der gesetzt wird, lässt sich das natürlich eigentlich ganz gut machen. Die zweite Variante, das ist sicherlich dann eher was für Studierende an den Hochschulen für angewandten Wissenschaften, dass man das, die Abschlussarbeit in einem Unternehmen macht. Auch Universitäten machen das natürlich bei Kooperationen mit der Industrie, dass man dann nicht seine Arbeit an der Universität, am Lehrstuhl, in den Räumlichkeiten schreibt, sondern idealerweise im Unternehmen sitzt, dort in einem Büro mitsitzt. Und dann seine Arbeit dort schreibt, hat natürlich den starken Vorteil, den Charme, man ist, ja, hat einen sehr starken Praxisbezug. Man ist im Unternehmen integriert, man kriegt den Bürofunk mit oder den Flurfunk mit. Das ist vor allem für die spätere Entwicklung beim Jobeinstieg natürlich ein großer Vorteil, ein sehr großer Vorteil sein, wenn man schon mal in einem Unternehmensumfeld war, weil Unternehmen ja doch ja, an vielen Stellen anders ticken als Universitäten, als Hochschulen, die ja nun mal öffentliche Institutionen sind, sind halt dann an manchen Stellen doch etwas träge. Es ist halt der öffentliche Dienst, da hat man an vielen Stellen nicht so die Flexibilität. Unternehmen sind da sehr dynamisch, kommt natürlich auch wieder stark auf die Struktur und die Größe des Unternehmens an. Hat man ein kleines Startup, ist es wahnsinnig dynamisch, ist es ein Großkonzern, hat man auch da natürlich wieder sehr starre Strukturen, hat aber da doch deutlich mehr Flexibilitäten, kann so eine Arbeit auch häufig mit einem Praktikum verbinden, dass man im Rahmen seines Studiums ein Praktikum macht und daran anschließend dann die Abschlussarbeit schreibt. Das passiert doch recht häufig. Man kennt das Unternehmen, man kennt die Kolleginnen und Kollegen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Man hat auch häufig eine Entlohnung für die Tätigkeit. Das ist bei Unternehmen eher üblich. An Universitäten kann das sein, wenn man als Hiwi, also Hilfswissenschaftlerin oder Hilfswissenschaftler angestellt wird, studentische Hilfskraft, kann das sein, ist aber ja, nicht die Regel, möchte ich mal sagen, dass man während seiner Abschlussarbeit schon noch ein bisschen Geld verdient. Das muss man dann häufig noch nebenbei machen. Und ein großer Vorteil, was man also vor allem im Ingenieursbereich beobachtet, wenn man sich bei seiner Abschlussarbeit jetzt gut anstellt, vernünftig mitarbeitet im Unternehmen, die Ergebnisse natürlich auch entsprechend sind, die Qualität entsprechend ist, hat man eine gute Chance, übernommen zu werden. Das Unternehmen hat den Vorteil, man lernt die Person schon kennen, man kann quasi auf die Probezeit verzichten und wenn man die Möglichkeit hat, Personal einzustellen, das muss natürlich dann in die Personalpolitik des Unternehmens passen, dann hat man sehr gute Chancen, direkt übernommen zu werden und muss sich gar nicht groß bewerben. Das erleben wir bei uns an der Hochschule sehr häufig. Da sind die Möglichkeiten im Moment, denke ich, sehr, sehr gut, darüber den Jobeinstieg zu finden. Nachteil, auch da gibt es natürlich jetzt ein paar Nachteile, die man berücksichtigen muss, dass die wissenschaftliche Qualität im unternehmerischen Umfeld nicht so hoch ist, liegt einfach daran, das Unternehmen hat an der wissenschaftlichen Arbeit kein so großes Interesse. Die haben ein Problem und wollen eine Lösung haben. Und wenn das Problem gelöst ist, ist das Interesse, das dann wissenschaftlich aufzuarbeiten in Form einer Abschlussarbeit, die dann 40, 60, 80 Seiten hat oder vielleicht sogar mehr, ist nicht unbedingt im Interesse des Unternehmens. Denen reicht ein kurzer Bericht, wo die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst sind. Und wenn man jetzt im Rahmen seiner Arbeit zu einem, ich sag mal, negativen Ergebnis kommt, Beispiel, man prüft die Umstellung der Energieversorgung auf regenerative Systeme, guckt, wie sieht das technisch aus, das lässt sich realisieren, wie sieht die Wirtschaftlichkeitsseite aus, als praxisbezogene Fragestellung und stellt dann bei der Wissenschaftlichkeit fest, dass für das Unternehmen dieses Investment nicht lohnenswert ist, dann sagt das Unternehmen häufig, vielen Dank für das Ergebnis, damit ist das Thema für uns beendet. Als Studierender muss man dieses erstmal Negativergebnis, aber wissenschaftlich noch darstellen, ohne dass das Unternehmen jetzt noch mittreibt und Support gibt.
Das muss man bedenken, dass das manchmal schwierig sein kann. Ist also auch schon bei mir vorgekommen, dass man da so einen kleinen Motivationsknick hat. Darum sollte man sich aber gar nicht scheren als Studierender. Dann muss man halt sagen, also ich muss jetzt diese Arbeit schreiben, ich will das sauber darstellen, ich will das wissenschaftlich korrekt darstellen. Dann hat es auch einen wissenschaftlichen Wert, weil die Wissenschaft jetzt halt positiv, negativ, gut, schlecht gar nicht kennt. Sie kennt nur das Ergebnis und das lässt sich dann halt wissenschaftlich sauber darstellen, nochmal einordnen in den wissenschaftlichen Kontext und dann hat man ja eigentlich eine ganz schöne Arbeit geschrieben, auch wenn das Unternehmen sagt, ja, das hätten wir jetzt nicht gebraucht. Zweiter Punkt, der bei Unternehmen passieren kann, dass die Betreuung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht so intensiv ist, wie man sich das wünscht, weil die natürlich in ihr Tagesgeschäft eingebunden sind. Es gibt auch mal hektische und sehr hektische Phasen in Unternehmen, sodass dann so Studierende etwas hinten runterfallen und für sich selber wursteln müssen, dass ja, Besprechungstermine nicht eingehalten, immer wieder verschoben werden. Das ist natürlich dann bei kurzen Arbeiten wie so einer Bachelorarbeit, kann das ein Problem sein, wenn man einfach kein Feedback bekommt, die Zuarbeit, die man dann doch braucht, die Rücksprache fehlt. Das muss nicht passieren, das kann passieren. Da muss man so ein bisschen auf diese Duo Fixes bestehen, also wirklich feste Termine definieren, wann man sich da trifft, wann man sich dann entsprechend abstimmt. Die dritte Art der Arbeit, die jetzt im Ingenieursbereich selten ist, ist, ja, ich will sie mal eine selbstständige Arbeit nennen. Man hat also jetzt gar nicht das Thema an der Universität, man ist auch nicht im Unternehmen, sondern man sagt, ich möchte maximale Freiheit haben beim Thema, ich möchte mich da intensiv mit einer Fragestellung beschäftigen. Das hat den Vorteil, man ist vollkommen frei, man sucht sich ein Thema. Man hat keine Abhängigkeit, muss nicht gucken, wie finanziert man sein studentisches Leben, aber man hat sonst keine Einflussgrößen, die einen stören, wenn man sagt, das ist ein Thema, das interessiert mich wahnsinnig und ich möchte da jetzt auch gar nicht groß eingebunden werden irgendwo, ich möchte mich damit beschäftigen. Klingt attraktiv, birgt aber sehr große Risiken, zum einen, weil die Betreuung häufig nicht gut ist. Man braucht natürlich trotzdem immer noch die Betreuung an der Universität durch einen Professor, eine Professorin. Das funktioniert bei solchen freien Themen nicht immer gut, weil das jetzt vielleicht auch nicht der Schwerpunkt ist, das Lehr- und Forschungsgebiet des Professors, der Professorin oder halt entsprechend der Assistenz, sodass man da wenig Feedback bekommt. Da fehlt dann die Zeit, die Muße. Die Betreuung ist einfach, ja, immer nur sporadisch, man kriegt immer den Input, man muss viel selbstständig arbeiten. Und das ist natürlich die Gefahr. Dann vor allem im Bachelorbereich, denke ich, ist es eigentlich utopisch, so eine Arbeit sehr vernünftig zu machen, weil Studierenden in der Entwicklungsstufe des Studiums, die das selbstständige Arbeiten einfach noch völlig fehlt. Das hat man im Studium nicht gelernt. Man hat zwar vielleicht Kurse, wissenschaftliches Arbeiten präsentieren, wissenschaftliches Schreiben, das gibt es ja in manchen Curricula, also in manchen Studiengängen, aber man kann es noch nicht. Die erste eigene wissenschaftliche Arbeit, die man dann verfassen kann, und selbst die wird noch betreut, ist dann die Promotion, also die Doktorarbeit. Im Master und vor allem im Bachelorbereich ist das sehr, sehr schwierig. Wenn man trotzdem auf sich allein gestellt ist, auch das gibt es ja an den Universitäten oder ja, großen Einrichtungen, dass man da einen Professor zugelost bekommt, dass man gar nicht so frei ist in der Wahl, weil die Masse an Studierenden einfach verarbeitet werden müssen, dass man da wirklich dann doch viel auf sich allein gestellt ist. Dann ganz wichtig, sich vorab die Zeit nehmen, sich in das Thema des wissenschaftlichen Arbeitens nochmal einarbeiten, reindenken, da Literatur recherchieren, wie arbeitet man wissenschaftlich, welche Regeln muss ich beachten. Welche Vorgaben gibt es vielleicht dann noch von der Universität für solche Dinge, damit man dort dann nach der Abgabe keine Überraschung erlebt, dass man gedacht hat, oh, ich habe was richtig Tolles gemacht, was Gutes rausgefunden. Der Professor sagt, ja, das ist ja nett, aber naja, also das war jetzt nicht so der große Wurf und man dann da enttäuscht wird. Das kann passieren, muss man, kann man verhindern, indem man dann sehr streng und sehr strukturiert arbeitet. Das ist wirklich nicht für jeden Studierenden etwas. Diese große Freiheit, da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht sich in die falsche Richtung bewegt, weil man einfach auch das wissenschaftliche Themenumfeld, den Kontext gar nicht so einordnen kann. Dazu ist man noch nicht weit genug entwickelt. Das geht dann wirklich erst auf einer sehr hohen
hohen Entwicklungsstufe. Wenn man sich also jetzt entschieden hat, wo geht die Reise hin, Institut, Unternehmen oder halt selbstständig, dann kommt das erste Einarbeiten ins Thema. Man hat also das grundlegende Thema steht fest. Forschungsprojekt kennt man, das Themenfeld des Forschungsvorhabens. Man weiß, in welchem Arbeitspaket man unterwegs ist. Und jetzt sollte man in Vorbereitung auf die Abschlussarbeit sich dann nochmal einarbeiten, gucken, habe ich noch Literatur, was gibt es an Büchern zu dem Thema, gibt es wissenschaftliche Publikationen dazu, die auch vielleicht das Unternehmen oder vor allem natürlich dann die Universität schon bereitstellen kann. Das ist dann nochmal auch ein Thema für eine gesonderte Folge, das ganze Thema der Literaturrecherche, die ja essentiell ist für eine wissenschaftliche Arbeit, die Einordnung der eigenen Arbeit in den wissenschaftlichen Kontext. Das geht über die Literaturrecherche, die ist mühselig und aufwendig. Da muss man sehr viel recherchieren, sehr viel lesen. Will ich jetzt hier gar nicht groß thematisieren, aber das ist natürlich der erste Schritt. Ich muss mich einfinden in das Thema. Und ja, dann geht es darum, mal so ein erstes Exposé zu entwickeln. Gar nicht nur für den Professor, die Professoren zu sagen, hier, ich habe mich schon mal eingearbeitet, ich weiß, worum es geht, sondern tatsächlich in dieser frühen Phase der Abschlussarbeit sich eine erste grobe Struktur schaffen, was will ich eigentlich machen, was ist der Arbeitstitel meiner Thesis. Das muss noch kann nicht der finale Titel sein, den man anmeldet, aber schon mal so ein grober Titel. Wie definiere ich meine Aufgabenstellung? Es folgt eine erste Gliederung der Arbeit, also mit diesen fünf Oberkapiteln, die ich am Anfang schon genannt habe, also Einleitung, Methoden, Material, Methoden, Ergebnisse, Diskussion, Zusammenfassung. Und ich denke, diese fünf Kapitel stehen schon mal fest. Darunter gliedern sich dann die Unterkapitel. Und damit sollte man schon mal anfangen, dass man mit diesen fünf Oberkapiteln eine Struktur hat, damit man ja, da schon mal in die Richtung weiß, wo geht's hin, was muss ich da beachten. Aus dieser Themenstellung, aus der Ausschreibung vielleicht, lässt sich dann, ich sag mal, auf einer DIN A4-Seite das Thema schon mal zusammenfassen, mal grob umreißen, um sich selber so ein bisschen zu sortieren, um dann auch dem Betreuer, der Betreuerin zu zeigen, also ich weiß, wo die Reise hingeht, ich habe mich da reingefuchst. Das ist ganz sinnvoll, um dann auch zu wissen, wie geht es dann weiter, wenn es dann mit der Arbeit wirklich losgeht, mit der Abschlussarbeit. Das ja, hilft einem selber, sich nochmal zu sortieren, zu sammeln und die Dinge ja, zusammenzutragen. Ein Zeitplan gehört auch dazu, den man mal ganz grob aufstellt, jetzt nicht im Detail. Man hat jetzt bei der Bachelorarbeit, die ja in der Regel 9 Wochen ungefähr umfasst, also ein sehr kurzer Zeitraum. Da hat man jetzt nicht viel Variationsmöglichkeiten. Das lässt sich dann wochengenau schon sehr schnell definieren. Wie lange brauche ich für die Literaturrecherche? Wie lange muss ich für die Experimente einplanen? Das muss man, ja, sollte man am Anfang machen. Bei der Masterarbeit, die ja dann in der Regel so ein halbes Jahr ungefähr ist, hat man ein bisschen gröberes Raster. Da muss man jetzt noch nicht wochenweise agieren, aber Monat, halbmonatweise sollte man da, denke ich, schon gucken, dass man sagt, so, das sind so die groben Meilensteine. Das muss ich bis nach 3 Monaten muss ich den Teil geschafft haben oder ich muss spätestens im letzten Monat muss dann das Schreiben anfangen. Bis dahin müssen die Ergebnisse fertig sein. Und zum Schluss dann das Literaturverzeichnis. Auch da geht es darum, schon mal zu zeigen, sich selber, aber natürlich auch den Betreuenden, dass man sich in die wissenschaftliche Literatur schon mal eingearbeitet hat, die wichtigsten Publikationen kennt. Das können jetzt Bücher sein, das können jetzt wissenschaftliche Veröffentlichungen sein in Zeitschriften oder auf großen Konferenzen. Natürlich können das jetzt in der frühen Phase auch noch andere Abschlussarbeiten oder Doktorarbeiten sein, die dann, das sehen wir uns dann mal hören wir uns dann in einer anderen Podcast-Folge an, welche Literatur darf man eigentlich verwenden oder sollte man verwenden? Was ist wissenschaftliche Literatur und was ist nicht wissenschaftliche Literatur? Ganz wichtig ist bei so einer ersten Literaturliste oder so einem Verzeichnis, dass man populärwissenschaftliche Artikel sich zwar schon mal aneignen kann, die natürlich aber in der Literatur, im Literaturverzeichnis nichts verloren haben. Also
Zeitungsartikel zum Beispiel oder irgendwelche Berichte auf Internetseiten von Unternehmen oder sowas. Das kann für den Themeneinstieg ganz nett sein, ist jetzt aber keine wissenschaftliche Literatur und sollte man natürlich dann, um auch zu zeigen, dass man sich damit auskennt, nicht in einem Literaturverzeichnis eines Exposés auftauchen. Das wirkt dann direkt unwissenschaftlich und unprofessionell. Das sollte man dann entsprechend beachten. Ja, mit diesem Exposé lässt sich dann ein erstes Gespräch auch schon mal führen mit den Betreuenden im Unternehmen, dass man das mal einmal vorstellt, wie will man so ein bisschen vorgehen. Da kriegt man dann in der Regel auch ein Feedback, was sollte man noch anpassen. Aber mit diesem Exposé hat man schon mal so einen ersten Schritt getan. Man hat sich sortiert, man weiß, in welche Richtung man vorgehen will, hat auch, und das ist, denke ich, ganz wichtig, schon so den ersten Zeitplan gemacht. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, und dann geht's los, dass man dann diese wissenschaftliche Fragestellung, die man hat, bearbeitet, seine Experimente macht, seine Interviews vorbereitet und durchführt, auswertet, die Simulationen durchführt, laufend natürlich nach Literatur recherchiert, das Kerngeschäft der Arbeit, nämlich das wissenschaftliche Arbeiten, umsetzt mit allen Hürden und Hindernissen, die es so gibt. Das gucken wir uns dann auch nochmal später an in einer anderen Podcast-Folge. Dann kommt danach das Schreiben der Arbeit. Wie muss man da vorgehen? Und dann natürlich auch häufig noch die Verteidigung und Präsentation der Arbeit. Das hängt auch da wieder vom Studiengang ab, ob man dann noch eine Abschlusspräsentation hat, die dann auch in die Abschlussnote mit einfließt, dass man dann die Ergebnisse präsentiert, Rückfragen beantworten kann. Das ist ja so der typische Rahmen, den man hat. Ja, und so hat man dann eine ganz gute, einen ganz guten Einstieg gefunden. Wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, wie ist so das Vorgehen, so die einzelnen Schritte, um zu einer Bachelorarbeit, einer Masterarbeit zu kommen. Man sollte sich halt dann nochmal mit dem Thema des wissenschaftlichen Arbeitens beschäftigen. Da gibt es sehr viel Literatur zu im Internet, sehr gute Bücher, die das nochmal erklären in den unterschiedlichen Facetten, in den unterschiedlichen Fachbereichen. Da sollte man natürlich dann für sein Studienfach spezifisch sich die Informationen nochmal holen, damit einfach klar ist, was wird erwartet von mir als Absolvierender, was wollte ich da machen, wie muss ich da vorgehen. Dass man das Thema natürlich hat, grob abgesteckt im Unternehmen, im Institut, das sollte klar sein, dass man sich dann, wenn es ein Forschungsprojekt ist, sich da schon einarbeiten kann, mitarbeitet, sich aktiv beteiligt. Da gehört sicherlich auch dazu, wenn man im Forschungsprojekt ist, dass dann nicht der typische Dienst nach Vorschrift ist, sondern dass man da auch sich die Nächte um die Ohren schlägt, wenn man dann mal einmal sich in so ein Forschungsthema reingearbeitet hat und dann unbedingt Dinge herauskriegen möchte, Experimente nochmal durchführen möchte. Das erlebt man eigentlich oft an den Lehrstühlen oder Instituten, dass dann die Studierenden sich die Nächte da um die Ohren schlagen. Zwischendurch kommt das Pizzataxi, liefert einmal Nahrung und dann geht es auch schon weiter. Das gehört einfach dazu, dass es solche Phasen auch mal gibt. Sollte nicht trotzdem alles im Rahmen sein. Bin ich im Unternehmen, muss ich gucken, wer betreut mich an der Universität, habe ich da die Ansprechpartner, wie ist das Betreuungsverhältnis geregelt, dass es da auch eine klare Abstimmung gibt, ist das Unternehmen auch an der Notenvergabe beteiligt oder bleibt es außen vor. Da muss man immer auch gucken, wie da die Regularien im Studiengang sind. Die Einarbeitung, man hat also sein schriftliches Exposé erstellt und verfasst, man hat es mit idealerweise dem Professor, der Professorin besprochen im Rahmen der Sprechstunde, das heißt, dass man da hingeht, das vorher natürlich hinschickt, dass die Betreuenden dann auch vorbereitet sind, damit man das einfach einordnen kann, entsprechend auch in einem Unternehmen, das dann auf der Gruppen-, Abteilungs-, Bereichsleiterebene, vielleicht sogar Geschäftsführung, wenn es ein kleines Unternehmen ist, dass man einfach zeigt, man kann strukturiert arbeiten, man ist vorbereitet, man weiß, was man will, insbesondere in Bezug auf den Zeitplan, dass man den ganz klar kommuniziert, dass alle Beteiligten einfach gesehen haben, alles klar, das ist der Plan. Man muss man so Dinge beachten, wie was ist über die Weihnachtsfeiertage, da ist dann häufig 2 Wochen einfach
kein Ansprechpartner da. Das muss man mit einplanen. In den Sommerferien kann es mal passieren, dass dann da durch die Urlaubszeit es zu Verzögerungen kommt. Auch Ostern, Pfingsten, also die ganzen Feiertage, das muss man alles berücksichtigen. Wann sind Schulferien, weil dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht verfügbar sein könnten. Das muss man in seiner Zeitplanung berücksichtigen. Wenn man das einfach sauber darstellt, in der Tabelle, über Excel oder ähnliche Tabellenkalkulationstools erstellt, da braucht man jetzt kein Profi-Tool, nämlich ein Gantt-Charts oder sonstigen Ding. Also einfach seinen Plan in der Tabelle darstellen, in das Exposé rein, kurz beschreiben, was sind die einzelnen Schritte, die ich machen möchte. Fertig. Naja, und dann in die Literaturrecherche schon mal einsteigen, gucken, was gibt es da an bestehenden Arbeiten, an bestehenden Erkenntnissen, damit man jetzt das ja, anwenden, weiterentwickeln kann. Man wird jetzt auch in der Bachelor- und auch in der Masterarbeit das Rad nicht neu erfinden. Es geht eigentlich mehr darum, das Rad dann anzuwenden auf eine etwas neue Fragestellung und kann dann, ja, also hat dann die Möglichkeit, dort den Einstieg zu finden. An einem Lehrstuhl, an einem Institut, der Universität oder der Hochschule. Stärkerer Fokus im Unternehmen liegt jetzt die Literaturrecherche nicht unbedingt im Fokus, aber auch da sollte man natürlich gucken, für seine Arbeit und die Zeit muss man sich nehmen, dass man dort die wissenschaftliche Literatur kennt. Gab es vielleicht schon vorherige Abschlussarbeiten, die erfolgt sind, um den Themeneinstieg zu finden, die wie gesagt jetzt keine wissenschaftliche Quelle sein können in der eigenen Arbeit, aber für den thematischen Einstieg zur Einordnung, wo steht das Unternehmen, was ist schon gemacht worden, gab es schon vielleicht Vorkenntnisse, die geklappt haben, die nicht geklappt haben. Das kann man dann darüber eigentlich ganz gut lösen. Ja, und damit kann der Start folgen in die Abschlussarbeit. Es gibt natürlich noch viele andere Aspekte, die man berücksichtigen muss. Es gibt dann noch weitere Podcast-Folgen, wo ich dann nochmal auf das Doing, auf das Arbeiten eingehen möchte, dann auf das Schreiben. Da werde ich dann auch noch entsprechenden Podcast zu machen. Um dann das in so einer Reihe von mehreren Folgen als Gesamtes darzustellen. Wie schreibt man und verfasst man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit in den unterschiedlichen Fachdisziplinen? Und der Einstieg, den haben wir jetzt geschafft mit der heutigen Folge. Ja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.